Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Unbox und ich darf Gabelstapler fahren. Yes! Viel Spaß! Wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen, ihn zu befreien. F, um die Fork anzuheben. Und rechts geht runter. Und vorsichtig mit den Explosionsteilen. Kann ich den auch beiseite schieben? Ach, guck mal, jetzt werden Löcher angezeigt. Geh nochmal näher ran. Da. Ach so. Nee, oh, so, ich will ja nicht drinnen selber landen. Warte mal. Warte mal. Wie geht das? Hä? Forke hoch war mit F. Ja. Mach mal ganz runter und fahr mal gegen. Und jetzt Forke hoch. Schade. Moment. Aber warte mal. Aber du hattest ihn noch hoch. Ach ne, sah nur so aus. Nee, Moment. Lass den doch so stehen. Ah, ja. Aussteigen jetzt. Ah, okay. Er sagt, das ist gemütlicher, als das aussieht. Na, danke. Na. Und jetzt? Gute Frage. Ob ich ihn jetzt da rausfreie? Was will das noch rein? Bringt schon mal nichts. Steht da irgendwie unten ein Hinweis? Ja, sie explodieren bei Kontakt. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich rangehe, komme ich immer wieder, ne? Ja. Oder? Heb ihn mal hoch und geh dann ran. Heb ihn nochmal hoch. Vielleicht geht das Ding dann ganz weg. Oder kann ich... gute Frage. Ja, du kannst die Dinger wegschieben. Nein, kannst du nicht. Nee. Ich habe auch noch 0 Leben, das heißt, ich muss mir irgendwo HP-Boxen oben in der Baustelle waren HP-Boxen. Hier? In der Baustelle, direkt drin, wo du gerade vorstandst. Ach so. Da oben drauf, weißt du? Stimmt. Ja, das ist eine gute Frage, wie wir ihn da rauskriegen. Und ob es was bringt. Ja, das ist sowieso noch die zweite Frage. Pass auf, wenn das nicht klappt, dann würde ich sonst überlegen, ob ich... Ach, jetzt habe ich ihn wieder angemacht. Ja. Sonst einfach mal runtergehe. Kann ich ihn steuern? Nee. Du wolltest auch zum Strand gucken, ob die Volleyballer, ob du jetzt Volleyball spielen kannst. Pass mal auf, das probieren wir jetzt auch mal aus. Mach mal. Weil jetzt bin ich doch cool. Ich bin jetzt Speedy. Wir dürfen es immer noch nicht spielen. Sie lassen mich einfach nicht spielen. Okay, gut. Was wir mal ausprobieren werden, ist, ob wir jetzt hier oben irgendwo hinfliegen können. Wo ist eigentlich das? Da ist er. Ob wir auf die nächste Insel kommen, gucken, was wir so herausfinden werden. Wow, das ist ja eine Raketeninsel oder was? Krass. Cool. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier wartet. Ein Checkpoint. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gemütlicher Stuhl und ein goldenes Tape. Und das nächste goldene Tape. Legen wir uns ja hier zu Füßen. Ja, Jessie war mal ganz kurz raus. Sie musste sich mal kurz um unsere Lütte kümmern, weil mich wach geworden hat, wohl ein Albtraum war. Was ist denn das da oben? Ja, aber da vorne kommt noch ein Tape.
Ja, ich hatte jetzt übrigens nur, um jetzt aufzuklären, das jetzt aufgegeben. Ich kam nicht weiter, ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert. Ja, gut, ist dann so. Da ist ein Eingefechter. Da vorne. Auch nicht schlecht. Wo denn? Ja, unterm Rohr. Vorsicht. Böse Box, böse Box. Ah, komm hier, Leute. Krieg ich sie noch? Meine Güte, die sind aber auch hartnäckig. Ich glaube, die krieg ich gar nicht. Doch. Doch. Einmal draufschlagen und gut ist das hier. Wow, wir finden ja ganz schön viele von denen. Danke, dass du uns befreit hast hier. Oder auf mich befreit hast. Hören wir einen Fakt, ja, wie immer. Gut, ich habe einen. Er hat keinen. Ach, ich soll später wiederkommen und dann hat er für mich einen. Ah, danke. Dafür haben wir dich jetzt befreit. So. Ich würde sagen, das sind Tapes. Ja, und die liegen alle super einfach da. Aber in der Gegend rum. Gucken. Also hier geht's auf jeden Fall runter auf dem Schiff. Ich finde, wir gehen da erstmal runter, oder? Ja. Ey, schon wieder Auto fahren. Und hier kommen wir hoch. Um auf den Turm zu gucken. Ach so. Ah, da guck mal, das ist jetzt auch die Insel mit dem Turm. Ja, ah, okay. Funkturm. Cool. Vorsicht. Falsche Kiste. Ach, hier ist der Hafen, wo wir angekommen sind, wa? Das ist unser Boot. Oh, guck mal, auf dem Boot ist auch ein Tape. Hm. Geil. Hm, ja. Hallo, Freunde. Na? Da ist noch ein Tape. Was ist los hier auf dem Kuder? Was für die Tapes? Da drin auch wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Cool. Also es ist richtig eine schöne Quelle an Tapes hier gerade. Ja. Wofür auch wir auch immer sie brauchen werden. Gute Frage. Ja, yeah, noch eins. Cool. Weil das Erkunden nebenbei ist schon wichtig. Na, was will er? Ah, ich glaube, so können wir da hoch. Ja, schon wieder Gabelstapler. In den letzten Tagen gab es null Unfälle. Ah, okay. Was erzählt er? Have you tried driving a forklift? Ja, habe ich schon. Einer auf Lifting sofort. Ja, das macht auch Spaß. Wow, so sind wir einfach mal schnell nach oben gekommen. Da ist irgendwas mit der Briefmarke. Ah, ja, cool. So. Ja. Was ist das? Ach, guck mal, der eine erwähnt hat. Ach ja, das stimmt. Der sagte doch, der passt nie auf oder kontrolliert nie, ob sie arbeiten. Genau. Have you ever had to do manual labio? No. Ah. You kids have never had to work hard. Also wir haben nie hart gearbeitet in unserem Leben. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich schon als Papp. Was? Wir spielen nur Videogames? Mit Leben? Mit außerirdischem Leben? Ja, wir haben doch keine Ahnung, wie es ist, so einen Funkturm zu bauen. Oh Gott, der hört ja gar nicht mehr auf zu jammern. Ja, diese arme, hart arbeitende Box. Ich hätte mal ja sagen sollen. Ja, nächstes Mal. Also wenn IBS rausfindet, dass ich meine Sicherheit hinter mir gelassen habe, dann würden sie mich feuern. Wir werden wohl nichts petzen gehen, nein. Get my head back. Yeah. Okay. Wo ist denn dein Hut? Da oben? Baby? Wahrscheinlich. Geil. Es ist direkt oben auf dem Radiotower. Da wollte ich sowieso hoch. Cool. Na, dann passt das ja. Guck mal das Symbol an. Wieso? War gar nicht so an die russische Fahne angepasst oder so. Nee. Total.
Ach so, ich hatte es jetzt gerade nicht gesehen. Super, ich darf hier hochklettern. Na dann. Weil, ne, man ja, weiß das da. Ja auf. Sieht man jetzt gerade so schlecht, aber hat was. The Seaside Construction Group. Ja, ja, das sind hier Hammer und ja. Sichel oder was haben die da, ne? Genau. Oder Meißel oder was. Ja, irgendwie sowas. Oh ja. Mann. Aber wir wissen ja, ohne Hut keine Baustelle betreten. Och Mann, jetzt muss ich an Werner-Filme denken. Ja, yeah, geil. Geile Aussicht. Oh ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich beachte auch sowas. Nee, ist doch gut doch. Alles gut. Was macht ihr hier oben? Ihr Kinder sollt ihr doch gar nicht spielen. Eltern haften für ihre Kinder, ne? Was tut er? Ja, da wäre ich fast runtergefallen. Gott, den Atem anhalten. Kommen wir da hoch? Nein, ich glaube nicht. Das ist ja aber auch... Oh, weißt du, da packen sie hier oben noch Explosives hin, die Schweine, ey. Also ja, wer aber ist guck denn? Mal, immerhin hast du keine Zeitbegrenzung. Sonst wirst du... Ja, das stimmt. Oh, nett. Klar, das ist eine richtig gute Konstruktion hier. Ja, so schön fallen am... Presspappe wirst du dann. Ja. Ah. Ach. Oh Mann. Gut, dass da was stand. Nein. Scheiße. Jetzt steht da nichts mehr. Verdammt. Dann bist du nicht gut. Ganz runtergefallen. Ach, ich wollte gerade sagen, kann ich die Papp-Dinger nochmal einsammeln? Sehr, sehr schön. So. Ja, genau. Ich werde an derselben Stelle runterfallen. Fahrstuhl. Oh, das ist ja nett. Dass wir am Ende nochmal Fahrstuhl fahren dürfen. Mach weiter. Er braucht den Hut. Okay, nochmal. Zu langsam. Oh, das ist ein Tape. Nein, das wolltest du jetzt nicht. Oh, schon wieder Presspappe. Okay, jetzt hat das Spiel gerade nicht reagiert. Gut, dass das noch vor der Stelle passiert ist. 41 Tapes. Ja. Oh, was ist das denn Gemeines? Nimm doch das Tape mit erstmal. Ja. Ich will hier hoch. Wenn ja, da hast du gleich. Wieso? Nur weil du da beschleunigt bist? Ey, ach, hier gibt's einen Checkpoint. Mann, bin ich froh. Dann kann ich das hier auch noch einsammeln. Denn kann ich das jetzt auch mal Scheiße auch. Bauen. Ach nee, das kannst du. Das ist der Helm. Das war auch gemein. Ich habe mir das schon gedacht. Also das war schon zu offensichtlich, dass wir da irgendwo... Fies werden? Ja, dass wir noch richtig schön... Oh, Alter. Nein! Mann, das muss doch mal jetzt langsam mal oben sein. Das gibt's doch gar nicht, wie hoch ist denn der Traum noch? Und ich wollte natürlich hier wieder hochgehen, ne? Oh nein, du musst auf die Plattform rüber. Und die schaukelt jetzt erstmal schön. Alter, ey. Das wird irgendwie nicht besser, ne? Wer baut sowas hier nur? Ja, hast du doch gesehen, er. Pappkartons. Jetzt bloß nicht runterfallen. Nö, nö. Aber deshalb ist da auch der Checkpoint an der Stelle. Mhm.
Schwein gehabt. Haben wir jetzt den Hut hier langsam? Ja. Der ist da vorne drin, das glaube ich erst. Nein, da vorne ist eine Briefmarke drin. Ach, da ist eine Briefmarke drin, ja. Du hast einen Checkpoint. Das ist cool. Sieht schon geil aus, irgendwie. Verdammt. Frage, ob ich da jetzt wieder hochkomme? Ja. Ah, alles wegen dieser Briefmarke. Nein. Du kannst sie auch da lassen, dann musst du da nochmal hoch. Willst du nochmal hoch? Okay, mal respawn. Oh, jetzt nein. Hast du wenigstens wieder 6 ja, Mal bauen. Das ist ja auch mal was. Diese Briefmarke, die ist einfach zu verführerisch. Ja, ne? Das muss man echt mitnehmen. Ja. Aber gut. Ich meine, der Weg ist ja wirklich nicht weit. Nein. Oder kriegt man ja echt schon ein bisschen Höhenangst, ne? So leicht? Ja. Bist du auch geskillt hier, ne? Naja. Doch, ich finde schon. Muss ein bisschen Anschwung haben, sonst kommst du noch nicht hoch. Super. So, der andere bounced also fröhlich durch die Gegend. Da. Guck mal, kriegst du ja deinen Bounce wieder. Ja. So, jetzt musst du irgendwie einen blöden Briefmark rüber. Weißt du was? Lass die Briefmarke die Briefmarke sein. Ja. Du sagst das. Ja, ich glaube, du musst da nur noch hoch. Nein. Ah. Das wäre auch mal geil. Was hast du denn jetzt zerstört? Nein. Okay. Okay. So, nochmal. Ohne Briefmarke. Versuch das. Nee, ich versuche die nochmal zu holen. Nein. Vielleicht kannst du die von oben fallen lassen. Bist du jetzt platt? Ja, ja, ich bin platt. Ja, das versuche ich nochmal. Ja gut, das könnte man versuchen, aber man kann auch direkt auf die Briefmarke springen, wenn man trifft. Wenn man trifft, jetzt wie? Ja. Du zerstörst doch alles, ne? Ja, ja. Schön die Schüssel runtergehauen. Ja. Man kann auch richtig viel sehen. Du bist richtig gelandet, schau mal. Nein. Okay. Ich merke, meine Concentration lässt gerade nach. Gut, Jesse. Ich übergebe dich dann. Du darfst dann in der nächsten Folge dein Glück versuchen. Yeah. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.